Wie viele von euch wissen, habe ich mir FIFA 16 für die PlayStation 4 gekauft und ich habe ja so eine kleine Hassliebe mit diesem Spiel. Ich spiele ausschließlich FIFA Ultimate Team, das heißt online, und es gibt immer wieder Tage, an denen ich einfach rage. True Story, ich habe meinen Couchtisch gegen die Wand geschossen, weil ich mich so aufgeregt habe in so einem Spiel. Aber warum rege ich mich auf und warum komme ich immer wieder? Das sind so unterschiedliche Sachen, denn an sich ist es ein gutes Spiel, aber es gibt einfach Punkte, die mich so dermaßen aufregen, dass ich mir gedacht habe, darüber mache ich ein Video. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt, denn vielleicht hat der ein oder andere von euch ja noch einen Tipp für mich, wie ich das einfach ausstellen kann oder was ich vielleicht sogar falsch mache und deswegen würde ich mich dann nicht mehr ganz so doll aufregen. Auf jeden Fall kommen in diesem Video 5 Gründe, warum ich in FIFA 16 so richtig rage. Grund 5 kennt ihr alle, Zeittrolls. Und Zeittrolls, damit meine ich die Leute, die erst einmal ewig brauchen, um zu bestätigen, dass das Spiel losgehen kann, also schon am Anfang, bei denen breche ich meistens mittlerweile schon komplett ab, weil ich mir denke, ey, das wird nicht besser gehen. Und trotzdem, wenn sie bestätigen, lassen sie grundsätzlich die Zeit bis zum Ende durchlaufen. Die ganzen Intros lassen sie durchlaufen, damit habe ich ab und zu zwar kein Problem, die sind ja schön, aber ganz ehrlich, irgendwann hat man sie alle gesehen. Sie lassen alle Tore in die Wiederholung durchlaufen und ich habe auch die ganz speziellen Zeittrolls, die es immer wieder schaffen, 4 bis 5 Mal hintereinander Pause zu drücken, wenn sie im Ballbesitz sind und auch dort die knapp 40 Sekunden jedes Mal durchlaufen zu lassen. Das regt mich innerlich immer wieder auf, besonders weil es bei FIFA eigentlich darum geht, mal eben fix ein Game zu machen oder mehrere Spiele am Stück und diese Jungs das hundertprozentig mit Absicht machen und das regt mich einfach auf. Auf der 4 kommen die individuellen Einstellungen und damit meine ich, dass man bei FIFA 16 und auch bei anderen FIFA-Teilen ja eine eigene Taktik erstellen kann. Das ist bei FIFA Ultimate Team aber so umständlich, dass ich irgendwann aufgehört habe, das zu machen. Denn zum einen müsst ihr in einen Einzelspieler-Modus, um überhaupt zu dieser Möglichkeit zu kommen, die individuelle Taktik abzuspeichern. Wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr vor dem Match oder am besten in dem Match, wenn ihr reinkommt, Pause drücken, um sie überhaupt aktivieren zu können. Und das Beschissenste an der ganzen Sache ist, dass das jedes Mal, wenn FIFA Ultimate Team geschlossen wird, gelöscht wird. Das heißt, man muss das jedes Mal aufs Neue machen, wenn man FIFA Ultimate Team startet. Zusätzlich dazu gibt es ja auch noch die individuellen Einstellungen der einzelnen Spieler. Und das habe ich noch nicht ganz verstanden, denn manchmal bleiben sie abgespeichert. Ich meine sowas wie Bewegungsfreiheit, energisches Abfangen und so weiter. Und manchmal gucke ich nach und die sind alle wieder weg, obwohl ich die Aufstellung nicht verändert habe und noch nicht mal die Spieler durchgetauscht habe. Das ist einfach ein Punkt, den ich nicht verstehe. Es ist in dem Spiel drinne und bei FIFA Ultimate Team wird es komplett rausgenommen und das kotzt mich einfach nur an. Auf Platz 3 habe ich Lags und mit Lags meine ich tatsächlich richtige Lags. Das andere, was kommt auf Platz 1 und ihr werdet schon sehen, was es ist. Mit Lags meine ich einfach nur diese Idioten, die einfach eine super schlechte Leitung haben und trotzdem spielen müssen. EA hat ja schon die Einstellung oder man kann selber die Einstellung vornehmen, nur mit Leuten in meinem Umkreis spielen, damit es eben halt nicht ist, so ist, dass ich gegen jemanden in Amerika spiele und dadurch einen riesen Lag habe. Sie haben auch die Einstellung, dass man die Latenz vor dem Beginn des Matches sieht. Und auch wenn dort 3 Balken sind, komme ich immer wieder gegen Leute, wo ich dann einfach in ein Slow-Motion-Spiel reinkomme, wo alles super langsam ist, wo zwischendurch Mikro-Lags sind, wo das ganz kurz stecken bleibt, wo man einfach kein flüssiges Spiel hat. Und dann gibt es auch noch die Profis, die, wenn sie am Verlieren sind, dann wahrscheinlich die Internetleitung auf volle Pulle auslassen mit irgendwelchen Downloads und dadurch hoffen, das Spiel abbrechen zu können. Und dann kann man es überhaupt nicht mehr genießen. Vielleicht gibt es einen Grund oder eine Art und Weise, wie man das ausstellen kann. Ich habe es alle 10 Matches, habe ich so einen Idioten als Gegner und das ist etwas, wo ich danach tatsächlich meistens die PlayStation direkt ausmache, weil ich keinen Bock mehr habe. Mein Platz 2 ist etwas sehr Persönliches, was sehr wahrscheinlich auch an meiner Spielart liegt, denn ich bin kein Profi. Ich spiele FIFA unglaublich gerne. Ich habe mittlerweile fast 300 Spiele in FIFA Ultimate Team auf FIFA 16 schon zusammen und nichtsdestotrotz
weiß ich nicht, wie sie es machen, und deswegen regt mich einfach auf, und zwar dieses Defense Pressing. Ich habe es, besonders seit Liga 5, alle meine Gegner sind immer an meinen Spieler ran. Die sind immer dran, egal was ich mache, die sind da und die schubsen mich weg. Es ist, als hätte das Manndeckung. Wenn ich Pressing einstelle, dann sind meine Leute ungefähr 10 Meter von dem Spieler weg. Aber wenn ich gegen einen Gegner komme, die haben ständig Spieler um mich herum. Es sind 4 Spieler auf einmal da und ich kann nichts machen. Und ich weiß nicht, wie sie es machen, und das regt mich einfach auf, weil Spielfluss komplett im Arsch ist. Ich komme teilweise nicht übers Mittelfeld, weil die so viel Druck aufbauen. Und egal was ich mache, ich kriege es nicht hin. Ich habe mit Pressing gearbeitet, ich habe mit hohem Druck gearbeitet, ich habe mit individuellen Einstellungen gearbeitet und sogar Doppeln angestellt. Was ist? Meine Spieler sind immer meilenweit von dem anderen Spieler weg. Egal, ob ich R1 drücke, um einen anderen Spieler hinzupacken, ob ich X drücke, ob ich versuche, mit meinem Controller einfach nur in der Nähe zu sein, ohne einen Knopf zu drücken, die bleiben einfach weg. Und wenn ich an ihm dran bin, dann machen sie eine Finte, sind weg und mein Spieler steht blöd rum. Vielleicht habt ihr da einen Tipp für mich, was ich falsch mache, denn es scheint irgendwie möglich zu sein, denn sehr, sehr viele Spieler haben dieses Defense Pressing. Das heißt, dass sie unglaublich viel Druck auf den Spieler im Ballbesitz aufbauen und ständig tausende von Spielern drumherum sind. Und das ist etwas, was mich persönlich aktuell am meisten aufregt. Natürlich nicht so viel wie Platz 1. Auf Platz 1 habe ich etwas, was ich einfach nicht nachvollziehen kann. Das sind Delays, und ich nenne das noch, meine Spieler machen, was sie wollen. Was meine ich damit? Es gibt Spiele, da passt das. Da fange ich an zu spielen, die Pässe kommen an, die Spieler bewegen sich so, wie ich will, da ist Dynamik mit drin, sie bleiben nicht blöde stehen, sie sind dort, wo sie sein sollen. Und ein Spiel später habe ich Delays. Ich drücke passen und es passiert nichts. Oder er passt ganz woanders hin, als er, wo ich hinpassen wollte. Oder er macht auf einmal eine Flanke anstatt einen normalen Pass oder schießt den Ball in die Wolken. Wenn ich am Verteidigen bin, diese Spieler wechseln, regt mich so dermaßen auf. Ich wechsle die Spieler mittlerweile nicht mehr mit L1, also PlayStation 4, sondern mit dem rechten Stick. Und selbst da ist es so, dass er immer zu irgendeinem anderen Spieler wechselt, als ich es eigentlich möchte. Und wenn ich dann bei dem Spieler bin und drücke eine Taste, dann macht er, was er will. Teilweise rennt meine Leute vor dem Ball weg, sowohl im Angriff wie auch in der Verteidigung, und ich weiß nicht warum. Ich drücke teilweise noch nicht mal irgendeine Taste und die rennen davor weg. Und wenn ich bei dem Spieler, bei dem Gegner das sehe, dann dieses Defense Pressing, seine Spieler rennen immer zum Ball, egal wo der Ball ist. Ich kriege kaum Kopfbälle in letzter Zeit, weil ständig die Spieler einfach nur machen, was sie wollen. Und das regt mich auf. Ich habe in den Controller-Einstellungen nachgeschaut, ich habe mir Tutorials auf YouTube angeguckt, ich weiß nicht, woran es liegt. Teilweise habe ich schon überlegt, ob es am Controller liegt, habe den Controller gewechselt. Ich habe sogar schon mit meinem Controller per Kabel an der PlayStation angeschlossen gespielt, weil ich dachte, vielleicht ist irgendwie eine Interferenz hier halt über den Bluetooth oder WLAN-Verbindung mit dem Controller an der PlayStation. Ich weiß nicht, was es ist, und das ist der Punkt, der mich auch tatsächlich dazu gebracht hat, meinen Tisch gegen die Wand zu treten, weil die Spieler mal wieder gemacht haben, was sie wollten, und ich dadurch Gegentore bekommen habe und Spiele verloren habe. Ich weiß, das ist etwas, was ich eigentlich nicht kenne. Ich rage normalerweise nicht. Ich kann League of Legends spielen, ich kann Shooter spielen und ich kann richtig schlecht sein. Ich denke mir immer nur, okay, die anderen waren besser. Bei FIFA ist es aber einfach so, dass ich das Gefühl habe, dass irgendwas falsch läuft meistens und dass ich nicht so spiele, dass ich sage, okay, der hat gewonnen, weil er besser war. Nein, er hat gewonnen, weil meine Spieler zum Teufel gemacht haben, was sie wollten. Und das regt mich richtig auf. So Leute, das war mein kleines Video, 5 Gründe, warum ich in FIFA Ultimate Team in FIFA 16 so ziemlich zwischendurch rage. Ich bin sehr gespannt, wie eure Meinung dazu ist. Vielleicht habt ihr auch ein paar Tutorials oder ein paar Tipps für mich, womit ich mich besonders, was dieses Delays und Spieler machen, was sie wollen, ein bisschen verbessern kann. Bin ich sehr froh drüber, packt es in die Kommentare, und ansonsten schreibt mir auch grundsätzlich gerne eure Meinung zu dem Video und auch zu FIFA 16 unten rein. Ansonsten hoffe ich natürlich, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Und bis dahin, ciao. Ich bin da mal raus.